Oh, ich hab hier doch. Komm mal her, Kehlenspitze. Ich mach einen Stich und du machst ihn platt. Das finde ich cool. Oh ja, come on, das ist gut. Ah Gott, okay, das war unerwartet, krass. Hey, meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 309. Ja doch, 309 müsste es sein. Genau, hier unten wollten wir ja mal hin, weil da unten sind noch ein paar Ghouligulsen. Und die Ghouligule, die machen wir platt. Oh, das ist Low-Level-Bereich hier, oder was? Okay, komm her, das ist ja easy. Okay, ich müsste mal ein richtig, richtig cooles... ein richtig, richtig cooles Outfit uns holen. Ohne Scheiß, ich habe so einen richtig Bock drauf. Ich habe das Gefühl... niemand besiegen Strong, Digi. Alles gut. Ich habe das Gefühl... Was ist das hier? Also wir waren jetzt safe noch nicht. Da würde ich mich dran erinnern. Ich habe hier zwar viel Spielzeit in das Game investiert, aber scheiße, da würde ich mich wirklich dran erinnern. Da sind mehrere Ghoulies. Einer. Oh. Ja, vielleicht kommt es ja so hin. Schade. Oh, krass. Okay, der ist weg. Hey. Oh, Gamma-Kanone. Okay. Oh, Schaden 110 direkt. Also 100 plus 150% Schadensresistenz beim Nachladen. Abgehärtet. Gamma-Kanone. Geil. Nehmen wir mit. Benutzen wir gleich mal. Gelle. Weißt du was? Nehmen wir doch gerade mal mit und gucken. Alter, ich habe hier immer noch ein Level Up. Das werden wir gleich erstmal benutzen. Wo ist die Gamma-Kanone? Hier. Wo kann ich denn die mal hinpacken? Komm, machen wir die mal dahin. Können wir die doch gerade auswählen, ne? Okay. Gamma-Kanone. Ich bin gespannt. War hier nicht noch einer? Doch, tatsächlich. Skull Töters Vorschlaghammer. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Ghule. Lustig, dass ich das von dem Ghoul selbst kriege. Das ist irgendwie so ein Widerspruch in sich. Nehmen wir mit, auch wenn das Ding scheiße schwer ist. Geil. Hat sich auf jeden Fall direkt wieder gelohnt hier unten. Fein. Das war's aber. Nein, es geht hier weiter. Geil, 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 geil. Geil, geil. Was kann die Gamma-Kanone? Wow, das ist ja super. Okay, ich bin gespannt, was hier so passiert. Ich habe hier auf jeden Fall super Kleber-Terpentin, brauchen wir nicht. Aber hier haben wir noch Klebeband. Okay. Ich bin gespannt. Ich hab Bock. Gucken wir mal hier. Hi. Was passiert hier? Ist hier... Ach krass, guck mal. Irgendwie macht das nicht so viel Schaden. Warum macht das so viel Schaden nicht? Alter, das ist ja total low. Wie geht das? Komm, machen wir mal voll. Kritischer Schaden. Wow. Das ist irgendwie scheiße. Dann hole ich doch lieber den richtigen Scheiß raus. Genau so sieht sie mich aus. Hey! Ja, ich höre auch Geräusche. Da hinten. Ah, den hat es zerfetzt. Warte mal, komm mit. Warte mal, ist das nicht... Moment mal. Moment mal. Kommen wir nicht von hier? Nee, wir können hier nicht von... Ach, hi! Oh! Oh, Doppel... Ich mag die Pistole... Ich mag das Gewehr. Ey. Heute kein Blut vergießen. Digi. Hä, was ist das denn? Hä, krass, guckt mal. Seht ihr das? Da. Das habe ich auch noch nie gesehen. Krass. Phantomgliedmaß oder was? Das ist ja auch crazy. Das habe ich auch noch nie gesehen bei Fallout 4. Krass, okay. Kann ich das... Nee, das kann ich auch nicht abschießen. Hier ist ein Safe. Oh, fein. Lass uns den mal... Oh, ganz knapp. Na also, geht doch. Komm her. Wie schön. Scheiße, wir hatten es doch letztens. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es heißt. Buffett. Ich nenne es jetzt Buffett. So, wunderbar. Also ich muss diese Waffe hier auf jeden Fall aufbessern und Munition holen, weil die ist geil. Ich mag die. Also die Gamma-Kanone kannst du vergessen. Oh, was passiert? Oh Gott. Es passiert halt wirklich was. Ich hätte jetzt...
Krass. Nicht gedacht, dass das wirklich kaputt geht. Okay, crazy. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin immer noch nicht von dieser Nachlade-Animation von dieser Waffe befriedigt, nenne ich es mal. Oh, ich habe hier doch... Komm mal her, Kehlenspitze. Ich mache einen Stich und du machst ihn platt. Das finde ich cool. Oh ja, come on, das ist gut. Ah Gott, okay, das war unerwartet, krass. So, was haben wir jetzt? Krass, wo sind wir denn hier? Also ich finde es cool, dass wir hier irgendwie was gefunden haben. Hier ist ein Aufzug. Hey, okay, hi. Impro-Revolver, den könnte ich den rufen? Kann ich den rufen? Nö, das geht nicht. Gut, dann gehen wir hier mal hier runter. Oder hoch, oder runter. Es geht runter. Okay, Moment. Da hinten ist doch ein Ghoul. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da, ich sehe ihn doch schon. Ja, du auch. Komm her. Oh ja, fein. Sehr gut. Gib mir den ganzen Schrott mit. Ja klar, wir nehmen. Wir nehmen einfach. Alter, wir machen die hier. Moment. Bist du... Du bist ein Böser. Moinsen. Tschüssen. Tschüss. Das ist auch... Da komme ich nicht... Komme ich nicht rum? Hier kann ich was aufmachen? Nee, aber hier ist eine Kiste. Ah, Redaways. Als Redaways. Die brauchen wir definitiv. Da und das ist aber ein Aufzug, den wir benutzen können. Okay, hi. Tschüss. So, noch einer? Hallo? Noch einer? Scheiße, es geht hier wirklich noch weiter runter. Oh. Okay. Das ist praktisch. Jetzt würde ich gerne wissen, wo es hier hingeht. Das werden wir noch rausfinden. Ich gehe mal weiter runter und guck mal, wo wir dann da hinkommen. Wenn wir dann weiter runter können. Wir können tatsächlich noch weiter... Oh Gott. Oh Gott, ein leuchtender. Und da ist ein böser Ghoul. Komm her. Ins Gesicht gepiekt. Ist da noch einer? Okay, das gefällt mir hier nicht. Ja, komm. Ich piek mir einfach so weg. Okay, ich wollte eigentlich kein Wasser trinken, aber ist okay. Ist okay. So, gib mir das verstrahlte Blut. Was haben wir hier sonst noch? Jetzt ehrlich, sonst nix? Moment mal. Das ist aber auch jetzt arm. Hä, warum ist hier sonst nichts? Also abgesehen davon, dass ich hier Red abkriege, ist hier ein Safe drin? Nö, hier ist... Hä, warum ist das... Was ist das hier? Was soll denn hier sein? Hier ist auf jeden Fall... Ach, guck mal. Das können wir mitnehmen. Kann ich das kaputt machen? Oh Gott, ja, tatsächlich. Au, Mann. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich sollte vielleicht nicht wahllos irgendwas kaputt machen. Ja, wobei doch, das ist so unser Ding. Okay, komm. Dann hier ist irgendwie nichts mehr. Ist hier oben noch was drauf? Nö, dann schauen wir einfach mal, was im Aufzug ist. Was, wo wir hinkommen. Okay, ah, es lädt auf jeden Fall ein kleines bisschen. Mhm. Okay, heißt Tron. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Alter, das geht ganz schön hoch. Oder nach unten? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Das dauert auf jeden Fall lange. What the fuck? Wir haben jetzt aber hier nichts verpasst, ne? Nö, eigentlich nicht. Ah. Erdgeschoss. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh. Okay, damit hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht gerechnet. Krass. Hä, dafür, dass das aber nur so kurz geladen hat, war aber die Ladezeit für das Commonwealth, für draußen, ganz schön schnell. Also das muss man sagen. Also ist das mit Aufzügen, ne? Aufzüge sind immer sehr, sehr schnell. Ja, was ist mit den Aufzügen? Was ist mit denen schnell? Ah, Gott. So, jetzt ist die Frage. Das haben wir gelootet. Wo können wir hin? Wo wollen wir hin? Wir haben hier noch auch die Quest, sprich mit Dr. Mo Sally. Und die Aufgabe ist ja hier, nachdem ich dem Institut von Arcadia berichtet habe, wurde ein Team losgeschickt, um die Situation zu bereinigen. So. Aber wir wollen die Sims ja nicht zurückholen, oder wollen wir die Sims zurückholen? Hm. Das ist eigentlich eine der letzten Quests, die wir machen können, gell? Eigentlich super schade. Also, Fallout 4 war... echt
ist, Entschuldigung, ich möchte ja nicht hier in Vergangenheit, ja, ist ein unfassbar gutes Spiel. Und schon alleine, dass ich hier oben dieses Blue Zip Poster sehe, finde es geil. Ich finde es einfach geil, dass wir vor allem auch einfach in so viele Gebäude gehen können, einfach hier Schabernack machen, Secrets entdecken. Es gibt hier mit Sicherheit noch super, 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 super viele Secrets, die ich noch nicht gefunden habe. Und ich befürchte, dass ich sogar den einen oder anderen Comic, weil ich die Pritman kaputt gemacht habe, nicht bekommen werde. Aber andere Frage, wo gehen wir denn mal hin? Da, Polizeirevier, Weatherby, Bunker Hill, Trainingsgelände, Nationalgarde. Wisst ihr, ich habe irgendwie mal Bock, hier unten irgendwas Cooles zu finden. Frachtdepot, hier war noch eine Restaurant Gwinnett. Da waren wir, glaube ich, schon drin, ne? Das hatten wir schon. Spectacle Island, okay. Stimmt, da waren wir, glaube ich, auch schon mal. Hatten hier auf jeden Fall viel Stuff. Komm, hier ist, wo ist denn, hier ist Diamond, was war's, Diamond City? Ey, wir haben doch Safe. Jetzt mal ehrlich, gehen wir mal in Hardware Town. Da gibt's doch bestimmt das eine oder andere, was wir noch nicht entdeckt haben. Kannst du mir doch gar nicht erzählen. Komm. So, das ein oder andere Gebäude haben wir doch bestimmt immer noch nicht entdeckt. Und ich will das... Ich will es jetzt nicht füllen mit Zeit, das dürft ihr wirklich nicht falsch verstehen. Ich möchte es jetzt definitiv nicht mit irgendwelchen Zeitfressern oder so füllen, aber ich möchte es einfach erkunden, weil es einfach, ich habe kein Ziel, also jetzt aktuell. Vielleicht werden wir auch im nächsten, übernächsten Part die Quest machen, ich weiß es noch nicht, kann auch sein. Wir haben halt aktuell leider gar keine, boah, wir könnten mal nach Diamond City tatsächlich und einfach mal gucken, ob wir da noch irgendwo eine Quest finden. Jetzt mal wirklich, ohne Scheiß, das wäre doch eigentlich auch eine geile Idee. Bist du böse? Tatsächlich, Aspirant der Bruderschaft. Hi! Ah, Gott. Ich hab dich auch. Tschüss. Ach du Scheiße! Okay, dich habe ich einfach einen Kopf kürzer gemacht. Oh Gott, ey. Okay, gibt es... Apartments. Da waren wir aber schon mal drin, gell? In diesen Apartments. Parkview Apartments waren wir safe schon mal drin. Wo wird denn hier so geschossen? Was ist das denn? Warum wird denn da wirklich so geballert? Okay. Da kommt halt eiskalt. Ja, genau. Hey! Das treffen wir doch, oder? Hier in die... Na komm. Schaffen wir... Hallo? Scheiße. Okay, kriegen wir hin. Na, bap, bap, bap. Nein, 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 nein. Ich kann halt nicht den... Ah. Oh, gut gemacht. Sag mal, hört doch mal auf. Was macht ihr denn da? Was soll das denn? Hier, hallo, wir machen hier doch überhaupt nichts. Warum sind die so gemein? Mini-Atombombe einfach mitgenommen. Krass. So, was haben wir hier? Okay. Aber wir haben auch gar nicht mehr so viel krass Munition für das Ding, ne? Aber ich war tatsächlich... Tschüss. Oh, das war strong, sorry. Deswegen konnte ich dich auch nicht anvisieren. Hoppala, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier treffe. Also, dass du... Ja, egal. So. Jetzt... Okay, da oben sind ja noch mehr. Krass, warum sind da so viele? Ja, das ist kein Problem, da kommen wir hin, aber... Aber wobei, ich will da eigentlich gar nicht hin. Ist das... Das ist doch hier oben, oder? Ja, ja, das ist da oben. Aber will ich irgendwie gar nicht hin. Also ohne Scheiß, ich will da gar nicht hinlaufen. So, jetzt... Ich hatte gehofft, dass hier mehr ist. Was gibt's denn? Fireland Hill ist... Okay, hier gibt's... Das Eier für Elektronikbuster, da waren wir ja auch schon. Warum sind hier, das kann mir doch bestimmt mal einer von euch erklären, warum sind manche Gebäude abgeschlossen und manche halt einfach nicht? Jetzt hier beispielsweise der Vault 81. Warum ist der noch nicht abgeschlossen? Hab doch da safe gefühlt alles gefunden. Hundertprozentig, hier. Wrack der USS Riptide oder Backstreet Dingsbums. Verstehe ich nicht. Mann. Aber so viel, hier war noch die... Ach, hier war doch die Höhle von dem...
War das nicht sogar? Nee, Strong war das nicht von dem einen, von dem, na komm, sag's mir doch. Hier. Von dem Professor. Wollen wir da mal hin? Nee, wir wollen jetzt erstmal gucken, was wir für ein Level-Up noch machen können, oder? Hier, guckt euch das an. Das letzte Mal hatte ich hier unten das. Blutiger Tod verursacht 10% mehr Schaden im Kampf. Oh, krass. Okay. 10% mehr Schaden im Kampf einfach. Das ist schon ziemlich geil. Was ist das? Wiederverwertbar. Spare, verwertes Waffen und seltene Schrauben. Ja gut, ich verwerte nie was. Camps ist nicht so meins. Ruhige Hand. Was haben wir denn hier schon? Ah, du hast mehr Kontrolle beim Zielen. Ich weiß nicht, wo ich hin will, gelle. Du hast gelernt, Uraltkampfkünste. Sonne hältst du zwei Stärke. Zu einem Nein, wer hier der Boss ist, zieh mit der Waffe auf menschliche Gegner mit einem niedrigen Wert zu beruhigen. Oh, das ist ja praktisch. Das ist ja cool. Was ist das? Massiertes Feuer. Konzentrier dich im Batz. Erhält jeder Angriff auf dasselbe Körperteil 10% Präzision und das ab durch die Mitte. Wenn du Powerrüstung trägst und beim Sprinten gegen Feinde läufst, fügst du ihnen Schaden zu und bringst sie zum Taumeln. Geil. Festgewachsen. Es gibt hier auf jeden Fall viele coole Skills tatsächlich. Okay. Was ist das hier? Langfinger, Taschendiebstahl, 25... Boah, das ist eigentlich auch geil, komm. Ja, machen wir. Weil Taschendiebstahl fand ich schon immer ganz cool, tatsächlich. Wollen wir mal nach Diamond City. Wollen wir einfach mal nach Diamond City, was ist das hier? Diamond City Markt. Einfach mal Scheiß verkaufen, sowieso. Dann können wir doch einfach mal gucken, ob wir noch irgendwo eine Quest finden. Komm, das machen wir einfach mal. Nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit, oder? Einfach so einen ganz gechillten Part. Ich muss gerade mal gucken, welcher Part das wirklich wäre. Ob das jetzt hier der... Ja, siehst du, das wäre der 300... Ist der 308? Ja, es wäre der... Nee, 300. Oh, der 300. Doch, der 309. wäre das sogar jetzt schon crazy. Okay. Gut, meine lieben Zugucker. Dann mache ich jetzt hier aber einen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Dann passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ja, habt einen wunderschönen Tag noch. Haut rein. Bis denn. Ciao.